Hallo Leute, da bin ich wieder heute mit einem Haul. Und zwar war ich einkaufen. Und zwar wird das ein Haushaltshaul. Ich habe fast nur Haushaltssachen gekauft und ich merke gerade, ich habe so viel Highlight auf der Nase. Ich war bei DM einkaufen und ich wollte euch noch einen kleinen Zusatz zeigen. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ne? Ich habe es gesehen, nicht so, oh Gott, das will ich haben. Das habe ich eingekauft. Also eine halbe Tasche voll. Die Tasche an sich habe ich auch gekauft, damit fange ich an. Die hat 2 Euro gekostet. Ich habe die gekauft, weil ich diese Taschen von DM mag und ich liebe Senfgelb. Ich liebe Senfgelb überhaupt. Senfgelb. Fange ich mit dem ersten Produkt an. Und zwar habe ich mir Feuchttücher gekauft. Vom Babylove Sensitive Feuchttücher. Das hat gekostet 80 Stück. 1,95 Euro. Dann habe ich mir Scrub Daddy gekauft. Scrub Daddy. darf ich die Titelmusik für euch machen? Who's your Daddy? Ich habe mir den gekauft, weil ich es satt hatte, immer diese Schwämme zu kaufen. So ein 8er-Pack und dann hast du irgendwo rumfliegen. Und so kaufe ich mir den, habe mehrere Monate was von. Also meiner ist schon so ein bisschen zerfetzt. Aber den habe ich schon seit einem halben Jahr. Hört sich komisch an und eklig, aber das Gute ist, den kannst du auch in die Spülmaschine reintun und dann wird er sozusagen so richtig gereinigt. Ich desinfiziere den dann danach nochmal, also dann ist der eigentlich wie vorher, wenn er nicht irgendwie kaputt ist oder so. Kratzfrei, ich kratze nicht, blablabla, Pfanne, Edelstahl und andere empfindliche Oberflächen. Hier steht, bei kaltem Wasser ist der hart und bei warmem Wasser ist er weich. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, der wird auf jeden Fall weich. Also der ist dann richtig weich. Und der ist so gut. Du kannst hier in seinen Mund zum Beispiel eine Gabel oder einen Löffel reinstecken. Und dann drückst du es zusammen und dann kannst du so von beiden Seiten gleichzeitig das sauber machen. Und der ist wirklich, wirklich gut. Ich kann euch den wirklich empfehlen. Der hat gekostet 2,95 €. Dann habe ich mir noch Spülmittel gekauft. 2 sogar. Fragt mich nicht, warum ich das gekauft habe. Und zwar von Denkmit Spülmittel. Ich will doch nur spülen. Ich weiß gar nicht mal, wie es riecht. Hier steht Fleck Weg Edition. Okay, der riecht ganz normal, stinkt normal. Das, was mich angesprochen hat, ist Spülmittel an sich. Das sind so blaue, grüne und pinke Perlen drin. Obwohl die auch bestimmt aus Plastik bestehen. Also ist auch bestimmt scheiße. Hier steht, entfernt Fett und löst hartnäckige Verschmutzungen. 3 ml genügen für 5 Liter Wasser. Mit Vitamin E Perlen. Was sind Vitamin E Perlen? Besonders schonend zur Haut. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Und es hat mich total angesprochen. Es hat nur 95 Cent gekostet und Spülmittel kann man eigentlich immer gebrauchen. Nochmal Spülmittel. Und zwar habe ich das bei einer anderen YouTuberin gesehen und ich so, oh mein Gott, allein schon die Flasche. Wow. Und das ist von der Marke Method Limited Edition Spülmittel. Pink Pomelo. In so einem Pump-Ding. Und es riecht so geil. Ja, toll. Das hat gekostet 2,95 €. Hört sich viel an. Da sind aber auch 532 ml drin. Ne? Es geht für den Preis. Ne? Und für so einen Pumpspender, für den Geruch. Und das letzte Produkt. Ehrlich gesagt habe ich das nur wegen dem Design gekauft. Nee, ich benutze auch die Dinger. Und zwar ist das was hier. Handgel. Reinigendes Handgel mit paradiesisch blumigem Duft. Handgel nicht zum Desinfizieren. Und zwar ist es halt so, wenn du unterwegs bist und du das Gefühl hast, oh, ich muss meine Hände waschen, nimmst einfach das, machst einfach so und dann hast du das Gefühl von gereinigten Händen. Und ich habe davon schon 10.000 Stück. Oh Gott, ey, das ist einfach schlimm. Und ich liebe die Dinger und die kannst du sozusagen je nach Stimmung und je nach Laune und je nach Outfit wechseln. Das hat gekostet 1,95 € und das ist halt mit so einem kleinen Flamingo.
So, das war's. Und jetzt zeige ich mal kurz den Zusatz, was ich mir gekauft habe, was ich euch zeigen wollte, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das muss ich euch zeigen, das müsst ihr euch kaufen. Ich liebe es, Sachen zu markieren, wenn ich jetzt einen Text habe oder so. Gerade momentan in der Schule auch großes Ding, markieren von Texten und so weiter, Lese verstehen und so weiter und so fort. Ich habe neue Marker gebraucht. Ich habe mal so günstige Marker gekauft, wenn die irgendwo im Angebot waren. Ich dachte mir so, okay, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Geld für Marker ausgeben, die etwas schöner sind. Deswegen habe ich mir die hier bestellt. Und zwar sind die von Stabilo, Boss Original Pastell. Und zwar in Pastellfarben. Und Leute, ich habe die im Internet gesehen, ne? Ich habe mir so durchgeguckt, wie so ein Error, so, oh, was gibt es da so für Textmarker? Bei Pinterest habe ich geguckt, ja, ich bin so ein Pinterest-Junkie. Habe dann die entdeckt und ich gucke so. Im Laden habe ich sie gesehen, bei MacPaper, im Viererpack, da waren nur vier Stück. Fragt mich aber nicht, welche von den sechs Stück, also ich habe hier sechs Stück. Und die haben gekostet 5 € und ich so, wo, okay, ein bisschen übertrieben, finde ich. Dann habe ich mal bei Amazon geguckt und da kosten diese sechs Stück 5,22. Ich zeige euch jetzt mal die Farben. Also einmal ist da so ein Gelb drin, Orange, Pink oder Rosa, Lila, Blau und Grün, beziehungsweise so ein Mintfarben da. Also so sehen die Farben aus. Das sieht echt noch kräftig aus, muss ich sagen, hier in der Kamera. Und ich bin natürlich jetzt mal so ein paar Mal rüber gegangen, bei einmal rüber. Ich mache das auch mal. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen, ne? Obwohl das auch krass aussieht. Aber ja, ich habe meine Softbox an. Was, wenn ich die mal ausmache? Geh mal aus! Ich mache mal hier kurz hoch. Das sieht aber auch noch kräftig aus. Ja, glaubt mir einfach, also es ist schon pastellig. Dann habe ich mir noch eine Sache bestellt. Das war, glaube ich, ein Tag danach. Und zwar die hier. Das sind genau die gleichen in klein und mit so einem Design von Hella Rabenstein. Macht ihr nicht auch irgendwelche Sachen? Henna oder Hanna Rabenstein? Weiß ich nicht. Ich habe die für zu Hause. Also ich benutze die für zu Hause und die benutze ich für die Schule. Und hier haben die dann so Scheiße drauf. Und ich finde es total süß. Hip, hip, hooray! Wish! Be you tiful! Ahoi, 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 ahoi! Trichik Adventure! Oh, guck mal, wie klein die sind. Die kleinen sind etwas teurer. Ich glaube einfach nur wegen dem Design, weil das mit der Hanna Rabenstein das gemacht wurde. Also ich habe 8,03 € bezahlt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Haul. Ich bin glücklich. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.